Ja, hallo, hier ist wieder der Matthias. Ich dachte mir so, ich spreche einfach mal über die Hintergründe. Warum sind Organakkumulatoren wichtig für unsere Zeit? Ja, den Kontext mal ein bisschen aufzuzeigen. Warum ist das überhaupt notwendig? Und was da passiert? Na, da möchte ich, habe ich mal ein bisschen was vorbereitet, zeige ich euch mal. Folgende Skizze. Schauen wir uns erstmal den oberen Teil. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich mache es noch mal ein bisschen näher. Gehe hier ein bisschen zur Seite. Organakkumulator. Also, das ist ja das, was Wilhelm Reich herausgefunden hat. Er akkumuliert, dieser Akkumulator, wie der Name schon sagt, teilt diese feinstoffliche Lebensenergie. Reich nannte sie Organ, können wir deswegen Organenergie nennen, und strahlt diese ab. So, ich habe da ja schon mal gesagt, also wenn man sich so einen Organakkumulator zum Reinsetzen halt baut, dann hat ja die innerste Schicht, besteht aus verzinktem Stahlblech. Das heißt, der strahlt logischerweise nach innen stärker ab als nach außen, aber er strahlt natürlich auch nach außen ab. Ich hatte das ja mal bei dem Organakkumulator, den ich gebaut habe, habe ich das gemessen. Und da ist es tatsächlich so, dass der im Inneren, also ich habe mir einen mit 10 Schichten gebaut, hat er 28.000 Bovis-Einheiten. Und wenn man dann hier in 1 Meter Entfernung misst, waren das, glaube ich, 17.000 oder so. Ne? Es fluktuiert natürlich auch, genauso wie die Organenergie in der Atmosphäre oder der Erde, in den Bäumen. Das ist schon ein bisschen zyklisch, aber im Großen und Ganzen bewegt sich das in diesem Bereich. Ja, also diese feinstoffliche Energie, so funktioniert das halt. Und dieses Feld interagiert halt mit dem Lebensfeld, mit unserer eigenen Organenergie. Also alles, was lebt, Bäume, die Erde, sogar die Luft auch, hat halt das Wasser, die Flüsse, Quellen und so weiter. Also alles hat Organenergie. Und diese interagiert mit uns im Prinzip. Also das, was hier passiert, da wir ein eigenes Feld halt haben, interagiert das. Nun ist es so, dass wenn man das misst, ich lege das mal kurz weg, zeige hier noch mal kurz dieses Biometer nach Alfred Bovis. Also Bovis-Einheiten, bloß noch mal kurz darüber sprechen. Typischerweise, ich habe das auch in Messungen, hat sich das so bestätigt, liegt unsere eigene Strahlungsintensität je nach Gesundheit zwischen 4000, kann sogar noch niedriger liegen, aber gerade Menschen, die schwer krank sind, da ist das wirklich sehr niedrig, die Vitalstrahlung, die man da misst. Nach oben ist das sicherlich relativ offen. Aber sage ich mal, der Durchschnittsmensch in unserer Gesellschaft, der bewegt sich so im Bereich zwischen 4000 und 7000, manchmal auch 8000 Bovis-Einheiten. Also ich habe zum Beispiel bei mir mal festgestellt, Kurzzeitfasten mal gemacht, 2 Tage, und habe währenddessen gemessen, und da stieg meine eigene Strahlungsintensität halt. Es ist sehr interessant, auch dieses Phänomen sich halt anzugucken. Ja, oft ist es ja so, dass wir beim Fasten zum Beispiel eher das Gefühl haben, wir verlieren irgendwas. Das sind aber diese körperlichen Blockaden, dass da eben der Körper wirklich ans Aufräumen halt geht. Deswegen geht es uns schlechter. Aber im Grunde genommen, unsere Vitalstrahlung, die hebt sich durch solche Maßnahmen halt.
Das nur mal am Rande. Ja, also typischerweise, wie ich sagte, zwischen 4.000 und 7.000 Bovis-Einheiten. Das liegt an unserem Ernährungsverhalten, an Umwelteinflüssen, ja, verschiedene Sachen. Das will ich mal zeigen, die da eine Rolle spielen. Und deswegen, wenn wir halt in diesem Bereich sind und diesen höheren Strahlungsbereich der Organenergie in einem Akkumulator halt ausgesetzt sind, daraus begründet sich Heilung. Das ist auch, was Bernd Senf sagte, dass Heilung sich halt beschleunigt. Also wenn man irgendwo Wunden hat oder so, ein kleiner Akkumulator oder ein kleines Kissen reicht da, um den Heilungsprozess halt zu beschleunigen. Das hat diesen Hintergrund, weil das ein höherwertiges Feld halt ist, wo Heilung beschleunigt wird. Ne? Und wie gesagt, wir treten da in Wechselwirkung. So, da habe ich mal hier diese Skizze. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also Energiefeld eines Menschen oder dieses Organfeld eben eines Menschen. Und wir sind den in der Welt, in der wir jetzt noch leben, halt verschiedenen Störfeldern ausgesetzt. Also das kann Mobilfunkstrahlung sein, wenn wir ja, in Krankenhäuser gehen und zum Beispiel Radiowellen ausgesetzt sind, dann sind das Störfelder oder Radioaktivität, die würde uns ganz stark beeinträchtigen zum Beispiel. Was habe ich hier? Ich muss kurz gucken. Schwermetalle, Pestizide, chemische Substanzen. Also auch das sind ja dann Ablagerungen in unserem Körper, der dann irgendwo mit der Aufarbeitung nicht mehr hinterherkommt, wenn wir permanent diesen Sachen halt ausgesetzt sind. Deswegen sind die dann körperlich eingelagert. Und schlimmstenfalls wären wir daran krank. Na? Also wir sind da halt gerade am Aufräumen, aber das erklärt ja, warum eben Menschen in niedrigen energetischen Strahlungsbereichen halt liegen, weil die Einflüsse so stark zugenommen haben, dass sie letztlich krank werden und schlimmstenfalls eben daran sterben. Was habe ich hier noch? Gesellschaftliche Prägungen, die da auch mit eine Rolle spielen. Also da würde ich jetzt, hängt auch mit den chemischen Substanzen halt zusammen, kann man ja kritisch mal beurteilen. Thema Impfen zum Beispiel. Ja, also das ist sicherlich nicht immer gut oder Antibiotika, die da eine Rolle spielen. Aber ich meinte mit Prägungen zum Beispiel auch, solche Sachen wie jetzt Kaiserschnitte zum Beispiel, ne? Die halt auch, habe ich jetzt gelesen, der Hintergrund, dass Babys, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, hätten eine höhere, wie sagt man so schön, höhere Wahrscheinlichkeit, Allergien in ihrem Leben zu entwickeln, weil eben dieser natürliche Geburtsvorgang, der normalerweise halt passiert, wie ein Baby auf der Welt kommt, das hat ja die Natur nicht grundlos eingerichtet. Ne? Da würde eben das Baby ja, verschiedene Sachen halt in sich aufnehmen, im normalen Geburtsvorgang, die es robuster dann werden lassen, das ist Immunsystem. Das nur mal als Hintergrund, das meinte ich. Also da gibt es sicherlich auch noch andere Beispiele, die man in diese Gruppe halt fassen könnte. Ich wollte das jetzt nur mal so erwähnen. Damit sollte man sicherlich nie den Kaiserschnitt verteufeln, weil es gibt Marktkonstellationen geben, wo das sinnvoll ist, ja, wenn es um Leben retten geht oder so geht, das auf diese Weise dann trotzdem zu machen. Aber ja, soweit wie ich das mitgekriegt habe, also wenn die Kaiserschnittrate, die soll ja jetzt
in den letzten Jahren bei fast bei einem Drittel sogar angekommen sein. Kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber das habe ich jedenfalls gelesen. Ja, und dann die letzte Kategorie halt noch, ja, was nehmen wir über unsere Nahrung halt auf? Stärkt das unser Energiefeld oder entzieht es uns Nahrung? Ne? Was hätten wir da für Beispiele? Ja, ich habe ja mal verschiedene Lebensmittel untersucht und da kann man schon feststellen, also so ganz normale Butterkekse, die ich halt mal untersucht hatte, die einen sehr niedrigen Boveswert halt haben, da kann man wirklich sagen, dass viele Genussmittel ja, uns energetisch nicht wirklich nähren. Der Körper hat Arbeit, das Zeug wieder loszuwerden und es nährt uns nicht wirklich. Und vergleichsweise eben ein Bio-Apfel, der halt eine bessere Energiestruktur halt hat, der uns entsprechend eher nährt als gewisse andere Sachen. Ne? Also auch das spielt eine Rolle. Hat der Mensch nur ein stärkeres Energiefeld oder halt nicht? Und was auch noch eine Rolle spielt in der ganzen Sache, sind, ich habe das mal als emotionale Blockaden hier geschrieben, also Widerstände, die wir in Bezug auf andere haben, wo wir jetzt, na, da gibt es nicht das Thema Schuld oder so, weil das sind oft Prägungen, die wir zu als Kind schon erfahren haben oder sogar noch eher vorgeburtlich oder bei der Geburt, die zu Mustern halt führen und die uns ebenfalls blockieren. Also der Wilhelm Reich sprach in diesem Zusammenhang von orgonotischen Kontakt. Er hatte das dann auch noch aufgeteilt, also den Körper in mehrere Bereiche, und dass dort dann spezifisch halt Blockaden sitzen können. Also ein ganz einfaches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn eine Mutter ja selbst nicht viel Liebe erfahren hat als Kind und sich dort gewisse Dinge halt abgeguckt hat oder besser geprägt halt wurde. Und dann kann es sein, dass sie eine Blockade zum Beispiel in ihrer Brust halt entwickelt, wenn sie selber dann ein Baby halt hat, dass es ihr möglicherweise gar nicht so Freude halt bereitet, das Kind halt zu stillen. Ne? Sowas gibt's. Das wäre dann eben eine Blockade in diesem Bereich. Und der Wilhelm Reich sagte eben, das setzt sich dann beim Kind halt fort, weil das Kind spürt das. Also das wäre dann wie eine orale Halbblockade beim Kind, die sich daraus entwickeln würde. Ja, also das meinte ich hier mit emotionale Blockaden. Das hängt sicherlich auch mit den Substanzen in irgendeiner Weise zusammen, weil einige Sachen... letztlich ist das wahrscheinlich die wirkliche Ursache für vieles anderes. Süchte zum Beispiel, die sich dann daraus entwickeln. Kompensationsverhalten, dass man gewisse Emotionen nicht zulassen kann und die mit Alkohol meinetwegen wegmacht. Ja? Solche Hintergründe halt. Ja, das wollte ich einfach mal sagen oder mal zeigen. Das wären die Hintergründe, warum der Organakkumulator aus meiner Sicht eben in der heutigen Zeit wirklich eine wichtige, sehr wichtige Funktion hat. Weil er uns bioenergetisch ein stärkeres Feld zur Verfügung stellt, dass wir eben aus diesen Prägungen und den Umweltbelastungen, die wir halt in uns aufgenommen haben,
ja, wir niedriger schwingen, so würde ich mal sagen, und unterstützt Heilung, Reinigung. Das wären die Hintergründe. Ja, was wäre noch zu sagen? Ja, auch die, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgemalt, aber auch die Erde hat ja ein Organfeld und das wäre jetzt so dieser Punkt. Alles ist miteinander verbunden. Ist völlig klar, wie ich auch mal untersucht habe in dem Wasserversuch, Wasser energetisch aufzuladen, macht keinen Sinn, wenn man dann unbewusst diese Energetisierung halt wieder zerstört. Beispielsweise durch chemische Haushaltsmittel, die ich untersucht habe, wo rausgekommen ist, ja, die Energetisierung wird dabei total zerstört, also kollabiert. Das landet dann in unseren Gewässern. Ja, das ist kein gesunder Kreislauf. Ich sag mal, ne, hier, das gehört sicher zusammen, wenn ich hier, also Schwermetalle, Pestizide, ne, das gelangt ja in die Umwelt, also schwächt auch das Energiefeld der Erde. Und wenn, ja, also ich bin überzeugt, wenn wir halt insgesamt verbunden sind, dann ist das halt nicht hilfreich, diese Mittel weiter in unserer Umwelt halt zu haben. Ist weder für die Erde halt hilfreich, weil die Erde trägt uns, gibt uns Nahrung, eine gesunde Natur, lässt uns gesund sein. Und so hängt eben alles zusammen. Und auf diesem Weg dorthin bin ich fest davon überzeugt, haben Organakkumulatoren wirklich eine sehr hilfreiche Funktion. Und ich kann es von mir bestätigen, ich setze mich immer wieder mal in diesen Kasten halt rein. Ich nenne es einfach mal Kasten. Und ja, es hilft, die eigene Stabilität zu finden. Ja, was will ich noch zeigen? Vielleicht am Ende nur nochmal, also über Wilhelm Reich zum Beispiel, steht hier in dem Buch von Bernd Senf, die Wiederentdeckung des Lebendigen, hat er sich viel damit auseinandergesetzt. Also zu den Hintergründen habe ich gelesen, fand ich sehr hilfreich, will ich bloß mal empfehlen an dieser Stelle. Da ist auch ein Abschnitt halt drin, ist die Erde bioenergetisch krank? Also das ist jetzt so das, was ich mit dem Bild hier habe verdeutlichen wollen, dass eben Schwermetalle, Pestizide oder Störfelder die Erde beeinträchtigen und uns natürlich auch. So. Und dass wir das sicherlich ans Aufräumen halt kommen, Stück für Stück. So gelingt uns das. Ja, also ich hoffe, euch hat das gefallen soweit. Gefallen, sage ich mal so, ist schon, muss man einfach mal als Fakt so betrachten und dann erkennt man halt auch die Richtung, in der wir uns bewegen müssen. Und wie gesagt, Organakkumulator, in welcher Form auch immer, also auch Organkissen, da habe ich ja mal Videos drüber gemacht, eine feine Sache, um dein Energiefeld schrittweise halt zu stärken. Na? So, macht's gut, bis bald, ich melde mich mal wieder. Euer Matthias, tschüss.